und herzlich willkommen zu FME zum Kaffee. In der heutigen Folge schauen wir auf ein paar Möglichkeiten, Zeit beim Erstellen von FME Workspaces zu sparen. Sie können zum einen Voreinstellungen innerhalb von Transformern speichern und später erneut in einen Transformer einladen. Und Sie haben die Möglichkeit, Einstellungen aus einem Transformer heraus in einen anderen Transformer zu kopieren. Beide Möglichkeiten schauen wir uns jetzt einmal in der FME Workbench an. Ja, wenn ich immer mit den gleichen Transformern arbeite und innerhalb der Transformer immer die gleichen Parametereinstellungen verwende, kann ich diese Einstellungen als Preset bzw. als Voreinstellung speichern. Wenn ich dann das nächste Mal einen Transformer einfüge, kann ich einfach die Voreinstellung wieder in den Transformer laden und muss sie nicht erneut händisch definieren. Das Ganze schauen wir uns jetzt hier einmal an. In diesem Beispiel soll ein Koordinatensystem innerhalb des Coordinate System Setter Transformers als Voreinstellung gespeichert werden. Um das Preset, also die Voreinstellung, anzulegen, öffne ich zunächst einmal den Transformer. Wir sehen, dass die Parametereinstellungen hier bereits definiert wurden. Wenn ich diese Einstellung jetzt als Voreinstellung speichern möchte, dann gehe ich hier auf Presets und dann auf Save As und New Preset. Ich kann jetzt einen Namen für meine Voreinstellung hinterlegen. Sobald ich mit OK bestätige, wird die Voreinstellung angelegt. Wenn ich jetzt einen weiteren Coordinate System Setter Transformer einfüge, kann ich mein zuvor definiertes Preset in diesen Transformer einladen. Das mache ich jetzt hier einmal. Und wenn ich jetzt hier auf Presets gehe, dann kann ich hier das zuvor angelegte Preset erneut einladen. Die Voreinstellung wird nun in den Transformer eingefügt und ich muss diese eben nicht innerhalb des Transformers erneut definieren. Ja, wenn ich ein Preset später mal nicht mehr benötige, kann ich es auch wieder löschen. Um das zu machen, öffne ich erneut den Transformer, gehe dann wieder auf Presets und dann auf Delete und wähle die entsprechende Voreinstellung aus, die ich löschen möchte. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, mehr als eine Voreinstellung innerhalb eines Transformers zu speichern. Die Presets haben wir uns jetzt hier am Beispiel des Coordinate System Setters angeschaut. Nach dem gleichen Prinzip kann man aber auch innerhalb von anderen Transformern Voreinstellungen abspeichern. Wir wechseln nun einmal in einen anderen Prozess und schauen uns in diesem Prozess an, wie Einstellungen aus einem Transformer in einen anderen Transformer kopiert werden können. In dem Prozess hier befindet sich ein Attribute Manager, der einen konditionalen Wert zuweist. Die hier definierte Testklausel soll nun kopiert und in einen anderen Transformer eingefügt werden. Wenn ich jetzt die Einstellung kopieren möchte, dann markiere ich einfach die Zeilen, die ich kopieren möchte und gehe hier auf dieses Symbol. Ich kann nun in einen anderen Transformer gehen und die gerade markierten Zeilen dort einfügen. Dafür füge ich jetzt einmal einen Tester-Transformer ein. Und wenn ich den jetzt einmal öffne, kann ich hier auch meine gerade kopierte Testklausel einfügen, indem ich auf dieses Symbol hier klicke. Und dann werden die Zeilen, die ich eben gerade aus dem Attribute Manager heraus kopiert habe, hier eingefügt. So muss ich die Testklausel dann nicht erneut definieren, sondern kann sie eben einfach kopieren und einfügen. Vielen Dank fürs Zuschauen und schön, dass Sie dabei waren. Vielleicht helfen die gerade gezeigten Funktionen Ihnen ja auch, wenn Sie demnächst Transformer-Einstellungen wiederverwerten wollen. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis bald!